Hallöchen Leute und willkommen zurück zu The Last of Us. Wir brechen bei Nacht auf. Wir haben zwei neue Freunde getroffen, kennengelernt, wie auch immer. Ich hoffe zumindest, dass sie uns wohlgesonnen sind. Bis jetzt sah das Ganze aber ziemlich gut aus. Und nun gehen wir weiter. Ah, eine Modellbauwerkstatt war hier also auch. Okay, aber natürlich haben wir den Blick auch immer wieder auf neue Vorräte gerichtet. Schleichen uns an sie ran. Hey, ich komme dir nach. Okay. Alles klar? Ich versuche warm zu bleiben. Wie sieht's da draußen aus? Wir haben erledigt. Keine Spur von den Eindringlingen. Glaubst du, sie sind noch in der Stadt? Das war's. Okay, kommt alle weiter. Okay, die schießen gar nicht auf uns. Okay, ich wollte schon sagen, es hat gut geklappt, aber... Also, mit einem ironischen Unterton. Das hat ja gut geklappt, aber... Es hat ja scheinbar wirklich ganz gut geklappt. Oh nein. Haben die es wirklich gehört, dass ich hier irgendwas umgetreten habe? Ein Monitor oder was? Okay, ganz kurz. Hey, hörst du? Klicke! Ja, ich hör's, aber ich sehe nichts. Moment. Da drüben! Da! Nicht schlecht. Hä? Der Klicker hat total zeitverzögert reagiert. Hey Joe, da ist ein Typ am Scheinwerfer. Ich sehe ihn. Okay, oben steht einer. Unten patrouilliert einer. Aber wir müssen eigentlich so schnell wie möglich durchbrechen. Aber der Typ unten ist halt ein Problem in dem Szenario, ne? Kannst halt schlecht schnell durchbrechen, wenn unten noch einer ist. Ah, der kommt gar nicht so weit. Okay, warte mal, das sind zwei Typen, die da oben stehen. Der eine ist auch gar nicht so gepanzert, wie ich dachte. Ich dachte nämlich, dass der vielleicht in so einer Art... Na gut, da habe ich ein bisschen zu sehr an andere Military-Shooter gedacht. Okay, atmosphärisch ist es schon krass, ne? Du bist just unter dem Dingens. Ich weiß nicht, ob das eine kluge Idee ist. Wir sollen eigentlich ruhig weiter die Clique angreifen.
Okay, scheinbar muss ich das jetzt machen. Ich werde hier suchen. Aufwärmen. Oh, verdammt! Durch eine Deckung! Du bist tot, Astor! Du bist tot! Ich werde dich abfackeln! Der ist hier unten! Du Mistsau! Alter Joel, hau ihm eine rein! Okay. Geschafft. Ja, das war nicht unbedingt subtil, war auch eigentlich nicht so wirklich der Plan. Henry, hilf mir mal damit. Okay. Ich hätte einen Molotow-Cocktail hochwerfen können. Egal. Oh nein! Mist, los! Los! Oh oh. Halt, halt, halt. Hey, sie sind hier drüben. Oh, shit. Oh nein. Erledigt. Los, kommt schon. Bleibt wachsam, wir haben es noch nicht geschafft. Okay, schau mal nach. Alles klar, Sam, los geht's. Okay, los, auf geht's. Komm schon. Mist. Schneller, schneller. Ellie, der hat dich. Los. Okay, hol ihn hoch. Es tut mir leid. Wir hauen ab. Was? Was soll der Schwachsinn? Hey, jetzt! Was zum Teufel, Henry? Wir bleiben zusammen. John, na los! John, Hilfe! Ach so. Ab geht's. Los, rein ins Gebäude, mach schnell! Okay. Oh Mist! Wie kommen wir aus der Scheiße hier raus? Oh. Da ist der Müll! Ist gleich hier! Mach doch einen Nahkampf, Mann! Oh Gott, ja. Das hat nicht so geklappt, wie ich wollte. Ja, okay. Ich wollte eigentlich, ja gut, das Spiel hat nicht so ein umfangreiches Nahkampfrepertoire. Ich wollte eigentlich von oben schön schlagen, aber naja, egal. Vielleicht kommen Sie hier lang. Ich wollte ihn gerade greifen und ich habe auch eigentlich die Taste gedrückt, aber egal. Scheiße! Hey, geht außen rum! Der hat nicht mal eine Schusswaffe. Okay. Alter, den Typen hat's komplett zerfetzt. Okay, das ging klar. Es war einfach vorhin nur ein dummer Move. Wo ich dachte, okay, da könnte man was Interessantes machen. Mieses Schwein. Das Spiel hat es halt nicht zugelassen und ja, dann kam das eine zum anderen. Wir haben sehr, sehr viele Hits kassiert anschließend. Ja, aber Moment mal, was für einen krassen Loyalitätsbeweis hier Ellie liefert gerade.
dass die einfach mit uns mitläuft und nicht sich selbst rettet. Das ist halt echt heftig. Ja, ist schon klar, dass ich das Ding hier wegschieben muss. Die Frage ist nur, wohin? Ah, warte mal. Ja. Achso, einfach nur die Tür öffnen. Okay, cool. Sicher? Warte mal, vielleicht gibt es hier irgendwas Cooles, wenn ich das rüberschiebe. Nee. Okay, Leute, bereitet euch vor. Jetzt wird's... Ah, da ist die Brücke. Jetzt wird's aber kritisch. Gut, kriegen wir durch. Oh, oh. Hast du noch? Die werden uns umbringen. Fällt dir was Besseres ein? Na, wir springen. Nein, zu hoch und du kannst nicht schwimmen. Ich gebe dir Deckung und dann rennst du. Oh, Mist. Oh mein Gott. Du hältst mich oben. Ellie. Keine Diskussion. Ellie. Verdammt. Henry, er wacht auf. Hey du, wir leben. Okay. Und? Was habe ich gesagt, hä? Alles klar. Es geht ihm gut. Wisst ihr, Sam hat euch entdeckt. Ihr habt echt viel Wasser geschluckt. Was ist dein Problem, Mann, hä? Henry! Hey! Er ist sauer, aber er wird uns nicht Bist du dir da sicher? Stopp! Joel! Er hat uns da draußen im Stich gelassen. Nein, ihr konntet es allein schaffen. Und ihr lebt. Aber euch zu helfen, hätte ihn gefährdet. Bleibt da. Werd ihr an unserer Stelle nochmal umgedreht? Ich hab dich gerettet. Und mich auch, Joel. Wir wären ertrunken. Es ist schon gut, ich bin okay. Was mich angeht, ich bin froh, dass ihr lebt. Also, der Funkturm ist hinter dieser Klippe. Okay, da gibt's tonnenweise Zeug. Du wirst froh sein, dass du mich hast. Wir sehen uns hier mal um. Vielleicht finden wir was. Das war heftig. Alles klar? Ja, suchen wir jetzt diesen Funkturm. Alles klar, also auch hier kriselt's, Leute. Hey, vielleicht finden wir was in dem Boot da drüben. Oh, eine Krabbe. Ja, so angespannte Sachen sind natürlich verständlich. Ich meine, das ist natürlich nicht die feinste Art gewesen, Joel zurückzulassen, aber andererseits, was willst du halt machen, ne? Augen offen halten! Andererseits, wenn Ellie nicht zurückgeblieben wäre, dann hätten wir ein dickes Problemchen gehabt. Okay, mal ganz kurz schauen. 55 haben wir. Okay, Ali meinte, wir finden vielleicht was im Boot. Was?
Wir waren noch nie auf einem Boot. Tja, auf dem Wasser ist das etwas anders. Eins nach dem anderen. Ellie, hier ist noch einer von diesen Comics. Okay. Antiteilchen, nachdem ich beim letzten Mal ja schon so wunderbar gut gelesen habe. So, bei einem Navigationsfehler springt die von Neumann in die Korona eines... Was ist eigentlich die von Neumann? Ist es das Schiff? In die Korona eines weißen Zwergsterns. Der Schaden ist gewaltig und die Anspannung unter der Mannschaft hoch. Da das Tarngerät zerstört wurde, muss das Schiff sich in einer nahegelegenen stellaren Geburtsstube verbergen. Nach Danielas Fehler wird die Mannschaft Daniela nicht mehr so leicht vertrauen. Es bleibt ihnen aber nicht viel Zeit, um Entscheidungen zu treffen, denn die Zeit und Sauerstoff gehen zur Neige. Na, ging schon ein bisschen besser. Aber dass ein Schiff von Neumann heißt... Hey, Ellie! Ich glaube, wir haben was. Lass uns mal nachsehen. Warte mal, kann man hier nicht hochklettern? Ja, eine letzte Flasche Alkohol, die der Kollege hatte. Wollt ihr hier rein, oder? Hey, ich wette, das führt da ganz durch. Warte mal. Hilf mir mal damit. Nee. Warte noch mal. Joel rennt auch nicht mehr richtig. Der joggt so ein bisschen, ne? Ist aber auch eigentlich gerade ganz schön. Die Atmosphäre ist cool. Ich kann mir vorstellen, da ist es auch schön kühl gerade. So wie ich es mag. Schön bei so 15 Grad. So, ich muss ja sagen, ich liebe es, wenn es kühl ist. Hab da so eine leichte Fehde aktuell gegen den Sommer. Weil er viel zu heiß ist. Das ist unfassbar. So, hier kann man auch nochmal hoch. Achso, gut, das ist wahrscheinlich der andere Zugang. Okay. Okay, zusammen. Na los, packen wir es. Okay, kommt, Kinder, los. Na gut, auf geht's. Du bist dran. Okay. Hol die Lampen raus. Sam, bleib hier. Ich weiß. Endlich hast du es begriffen. Gerade mal den Controller geschüttelt, damit die Lampe nochmal richtig einrastet, aber Joe, anscheinend geht das erst. Wir sollten uns hier umsehen. Alter, die Puppe. Wir gehen hier lang. Anscheinend geht das aber nur, wenn man. Mir gefällt hier nicht wirklich. Mir auch nicht. Aber wir haben keine Wahl. Schon schwächelndes Licht hat. Blockiert. Ja, Moment, gehen wir mal in die Mitte. Hier lang! Da vorne soll der Weg sein! Na, hier! Ja, wartet mal. Ja, ich gehe mal davon aus, bei dem Weg, den die beiden. Jetzt krieg ich durch und mach die Tür auf. Ja, okay, cool. Oh, jetzt eine riesige Ratte.
Ich gehe einfach mal davon aus, dass die beiden jetzt keine Vorräte da zurückgelassen haben, da wo sie ungefähr waren vorhin. Oh, aber das sieht gut aus. Moment. Danke, Kleines. Und voilà. Kanalisationsnotiz. Jetzt bin ich seit einigen Monaten weg und die Welt geht weiter zugrunde. Wo man auch hingeht, gibt es Infizierte und Nicht-Infizierte, die dich töten wollen. Die Menschen sind wieder Teil der Nahrungskette. Baby. Unglaublich, dass ich so lange überleben konnte. Die Kanalisation ist ziemlich sicher. Wegen der wenigen Ein- und Ausgänge ist sie leicht zu verteidigen. Und wenn doch jemand hereinkommt, kann ich ihn in diesem Irrgarten abhängen. Ich bin zwar nicht hart, aber ich bin schnell. Vielleicht sollte ich einfach hier unten warten, bis oben wieder alles normal ist. Ich glaube, ich bin jetzt erstmal ein Kanalmaulwurf-Mann. Wünscht mir Glück, ich. Ja, die Notiz hat anscheinend ich geschrieben. Hat anscheinend ich geschrieben. So, kleiner Gag am Rande. Gehen wir weiter. Na, jetzt. Zack. Oh, soll ich hier nochmal kurz zurückschauen? Na gut, da ist schon nichts. Oder? Ein paar Grafikfehler gibt's hier noch. Wow, hier gibt's eine Leiter? Achso, okay, ja gut, ich dachte, wir bekommen einen neuen Raum hier jetzt. Der uns ebnet. Nice. Der uns seinen Weg ebnet. Aber nee. Oh, was ist das denn? Und wieder ein bisschen in der Natur. Können wir nicht hier raus? Nein, da kommen wir nicht hin. Ich kann nicht schwimmen. Da sind wir so. Es klemmt. Okay, Joe. Wie kommen wir rüber? Wir müssen uns wohl was überlegen. Hey, das Ding hängt an einer... Ich komme nicht an. Ja, ein Generator. Okay, ich komme hier scheinbar wirklich nicht ran. Ah, ich muss durch die Schleuse hier. Nö. Okay, da sind auch jeweils Gitterrohre. Ich könnte theoretisch hier aufs Auto, oder? Auch nicht so recht. Ihr bleibt da. Ah, okay. Gut, da habe ich den Generator gesehen und dachte, okay, das muss was mit dem zu tun Henry, haben. Henry, versuch's mal. Okay. Dann mal los. Ja, es geht. Ich sehe mich mal um. Bleibt wachsam. Thank you.
Oh, Scheiße. Puh, da war noch mal eine Notiz. Moment. Gestern habe ich Leute getroffen, die nicht sofort auf mich schießen wollten. Unglaublich, ich weiß. Wir haben Vorräte ausgetauscht und sind wieder unserer Wege gegangen. Sie hatten Kinder dabei und schienen sehr verängstigt. Fast hätte ich ihnen von diesem Ort erzählt. Aber was, wenn sie wie die anderen sind? Was, wenn? Weißt du was, es ist mir egal. Was bringt es zu überleben, wenn niemand mehr über deine schlechten Witze lacht? Morgen werde ich sie suchen, vielleicht wollen sie mir hier Gesellschaft leisten. Ich. Okay, hier waren nur zwei drin. Da muss man sich fragen, wer war denn jetzt alles hier drin? Gut, wir haben keine Klingen mehr, da muss ich ein bisschen aufpassen jetzt. Ja! Ich bin noch ganz. Okay, das brauchen wir gleich. Wir gehen aber noch mal kurz hier durch. Nice, direkt noch eine Klinge. Ja, zumindest ein bisschen was davon. Na los, Ellie. Na also, sehr schlau. Es wird Zeit, dass wir hier rauskommen. Ich finde es hier gerade besser als in der Stadt. Wie nach, ob der Generator noch Saft hat. Hier geht gar nichts. Nicht laut. Ja, Moment, wie komme ich jetzt hier rüber? Ich dachte eigentlich, dass ich mit dem kleinen Ding hier noch mal was machen muss. Ah, okay, gut, jetzt hilft er mir hoch. Okay, gut. Hey, wir sollten jetzt los. Ich muss sagen, ihr zwei beeindruckt mich. Wir sind schon Profis darin. was ist denn damit? Eieiei, was ist denn hier los? Kann sein. Gehen wir da wirklich rein? Keine andere Wahl. Okay, Leute, dann würde ich sagen, heben wir uns das fürs nächste Mal auf. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch gut gefallen. Lasst gerne ein Däumchen nach oben da, wenn dem so ist. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei The Last of Us. Und dann geht's hier in die Burg hinein.
Ich freue mich drauf, ich denke auch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.